it's time to call it quits. The kitchen tap is broken. Drip, 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 drip. Dirty dishes in the sink. Ich will dir einmal eine CO2-Anlage vorstellen, die du immer und überall problemlos wirst auffüllen können, selbst in Krisenzeiten, selbst in solchen Zeiten wie aktuell durch die Corona-Pandemie, wo nämlich viele Geschäfte mittlerweile geschlossen haben. Das Ganze basiert auf den allseits bekannten Sodastream-Flaschen. Du hast es im Intro schon gesehen, wir selber haben hier auch so einen Sodastream-Sprudler, mit dem wir uns selber Mineralwasser herstellen. Und diese Flaschen kann man natürlich auch fürs Aquarium benutzen. Das CO2 dort drin ist genau das gleiche, was wir in unseren anderen Einweg- oder Mehrwegflaschen haben, die wir ans Aquarium anschließen können. Und praktischerweise gibt es für diese Flaschen auch entsprechend Druckminderer. Und einen solchen Druckminderer habe ich mir selber einmal gekauft und den möchte ich dir hier vorstellen, wie so eine solche Anlage mit so einer Flasche aussehen kann. Der Punkt bei diesen CO2-Flaschen ist einfach, dass sie in Supermärkten und Drogeriemärkten verfügbar sind. Das heißt, du hast immer einen Anlaufpunkt, wo du eine solche Flasche tauschen kannst. Die werden in der Regel nicht aufgefüllt, sondern du tauschst sie einfach gegen eine volle Flasche aus. Und das geht wirklich überall. Also quasi jedes Geschäft tauscht mittlerweile diese Flaschen aus für sehr, sehr wenig Geld. Und vor allem eben auch Drogerien und Supermärkte, die ja zur kritischen Infrastruktur gehören und deshalb auch in einer Krisenzeit, auch in einem Lockdown, wie jetzt aktuell, weiterhin geöffnet bleiben, sodass du weiterhin die Möglichkeit hast, hier an CO2 für deine Aquarien zu kommen. Außerdem sind diese Flaschen, die übrigens 435 Gramm CO2 halten, also ganz knapp etwas weniger als die 500 Gramm klassischen Mehrwegflaschen, tatsächlich in den meisten Fällen sogar sehr viel günstiger als diese 500 Gramm Flaschen. Die Füllung ist ähnlich teuer, je nachdem, wo du hingehst. Aber auch da kann es durchaus sein, dass du für den Austausch einer solchen SodaStream CO2-Flasche tatsächlich 1-2 Euro weniger bezahlst als für die Füllung einer 500-Gramm-Flasche. Und zusätzlich ist die Handhabung dieser Flaschen etwas leichter, denn sie haben kein manuell zu bedienendes Ventil. Sie haben ein automatisches Ventil, was sich automatisch öffnet, wenn du den Druckminderer aufschraubst und sich auch automatisch wieder schließt, wenn du ihn abschraubst. Das heißt, so eine Anlage würde ich tatsächlich auch empfehlen für Einsteiger in den Bereich der Mehrweg-CO2-Anlagen, wenn du dich vielleicht selber noch nicht so rantraust an so eine große Mehrwegflasche, weil du vielleicht auch so ein bisschen Respekt oder auch Angst vor diesem System hast, aber die Angst möchte ich dir hier auf jeden Fall auch nehmen. Wie läuft das Ganze also ab? Zuerst brauchst du einen entsprechenden Druckminderer. Ich habe hier tatsächlich einen Druckminderer von Hiwi gekauft, der einen Adapter für SodaStream-Flaschen fest verbaut hat. Das heißt, dieser Druckminderer ist explizit dafür gedacht, um ihn auf SodaStream-Flaschen zu verwenden. Es gibt den von Hiwi mit einem oder mit zwei Manometern. Ich habe jetzt hier die Variante mit einem Manometer, die zeigt mir jetzt nur den Arbeitsdruck an. Die Variante mit zwei Manometern würde zusätzlich auch noch den Flaschendruck anzeigen. Meiner Meinung nach brauchst du eigentlich nur ein Manometer. Den Arbeitsdruck zu kennen ist wichtig. Den Flaschendruck zu kennen nicht unbedingt, weil du kannst am Flaschendruck ehrlicherweise nicht ablesen, wann die Flasche leer sein wird, weil der Flaschendruck auch temperaturabhängig ist und deshalb gar nicht so sehr viel aussagt. Ich selber gucke eigentlich nie auf den Flaschendruck, sondern immer nur auf den Arbeitsdruck. Ich habe mich hier absichtlich für einen Druckminderer von Hiwi entschieden. Das ist übrigens auch kein Sponsoring. Den habe ich mir ganz regulär einfach so gekauft, weil ich bereits von Hiwi einen großen Doppelkammerdruckminderer für meine 2-Kilo-Anlagen benutze und das wirklich sehr, sehr hochwertige Made-in-Germany-Druckminderer sind, die ich absolut uneingeschränkt empfehlen kann. Du bekommst solche Druckminderer für SodaStream-Flaschen auch sehr viel günstiger als diesen Hiwi-Druckminderer, aber du musst schon bedenken, wir arbeiten hier mit Druckgasen, mit sehr hohen Drücken und mir ist tatsächlich da in diesem Fall Qualität und auch eine gewisse Sicherheit verbunden mit der Produktionssicherheit, mit der Qualitätssicherung bei Hiwi einfach das Geld zusätzlich wert. Aber was du am Ende kaufst, ist natürlich deine Entscheidung. Das ist jetzt nur eine Option. Du bekommst auch andere Druckminderer für solche Flaschen. Ich habe gerade schon gesagt, hier ist ein fest verbauter Adapter drin. Das bedeutet auch, du bekommst diesen Adapter auch einzeln. Mit diesem Adapter kannst du dann nämlich einfach jeden beliebigen Mehrwegdruckminderer umbauen für die Benutzung einer SodaStream-Flasche. Und das ist natürlich auch mega praktisch. Wenn du bereits einen Druckminderer hast oder noch einen Druckminderer über hast, den du gerade nicht benutzt, dann reicht es auch, wenn du dir diesen Adapter kaufst und damit dann deinen vorhandenen Druckminderer für SodaStream-Flaschen umrüsten kannst. Auch diese Adapter gibt es wieder von diversen verschiedenen Herstellern. Wie gesagt, meine persönliche Meinung jetzt hier, ohne dass irgendetwas gesponsert sei, ist einfach, dass ich der Qualität von Hiwi hier maximal vertraue und auch gerne bereit bin, da etwas mehr Geld auf den Tisch zu legen. Damit weiß ich aber eben, dass hier meine CO2-Anlage wirklich sicher ist, wirklich geprüft ist, wirklich gut funktioniert und ich im Zweifelsfall auch für alles mögliche Ersatzteile bekomme. Denn gerade auch bei den Druckminderern von Hiwi bekommt ihr beispielsweise die Ventile und die Manometer, auch alle einzeln als Ersatzteil, wenn ihr da mal was braucht. Aber nur auch hier der Transparenz wegen, auch diese Adapter bekommst du von diversesten verschiedenen Herstellern. Nur ich kann den
in diesem Video jetzt immer nur für die Sachen von Hiwi sprechen, weil andere habe ich nicht benutzt. Und dann können wir nämlich jetzt wirklich direkt im Endeffekt die Flasche dran schrauben. Ich habe es gerade schon gesagt, diese Flaschen haben 435 Gramm CO2 drin, also schon eine ordentliche Menge. Damit kommt man schon gut lange aus. Es ist immer schwer zu sagen, wie lange man damit auskommt, aber so mal als ganz, ganz, ganz grobe Richtung bei 8 Stunden Beleuchtungszeit und mit Nachtabschaltung an einem 30 Liter Cube sollte so eine Flasche ein halbes Jahr durchhalten. Und ich habe es vorhin auch schon gesagt, diese Flaschen sind halt sehr schön günstig und überall austauschbar. Ich habe hier bei mir in der Nähe zum Beispiel einen Laden, wo ich meine Flaschen immer tausche. Da zahle ich 8 Euro für so eine Flasche, wenn ich sie austausche. Der Kauf ist immer ein bisschen teurer. Wenn du diese Flasche zum ersten Mal kaufst, zahlst du so in der Regel 30 bis 40 Euro, je nachdem, wo du sie kaufst. Auch da findest du unten in der Videobeschreibung einen Link zu einer möglichst günstigen Flasche, die ich mal rausgesucht habe. Wie gesagt, die sind alle gleich. Das Gewinde ist alle gleich und das CO2 dort drin ist auch immer gleich. Das heißt, da kannst du auch ruhig auf etwas günstigere Flaschen setzen. Da die ohnehin auch alle TÜV geprüft sind, müssen die auch die gleichen Qualitätsstandards erfüllen. Übrigens, alle Produkte, die ich hier in diesem Video verwende, findest du natürlich unten in der Videobeschreibung und kannst dir die da nochmal anschauen. Aber wenn du sie einmal gekauft hast, dann tauschst du sie einfach immer nur wieder aus. Das heißt, ich gehe da zu dem Laden, gebe die leere Flasche ab, bezahle 8 Euro, kriege dafür eine neue volle Flasche zurück. Und bei meinem Laden ist es zum Beispiel so, ich habe da so eine Art Pfandkarte, das heißt, wenn ich 10 Flaschen eingetauscht habe, kriege ich die Hälfte umsonst. Ja, das ist natürlich auch eine nette Aktion. Ich habe auch schon andere Läden gesehen, wo ihr für die Austauschflaschen nur 7 Euro bezahlt. Das ist also schon relativ günstig, da kann man gut mit umgehen. Wenn du jetzt die Flasche auf den Druckminderer aufschraubst, dann ist wichtig, zumindest bei diesen Druckminderern hier, da wir eben ein separates Ventil für den Arbeitsdruck haben, was ich sehr, sehr gut finde, weil damit kannst du die Anlage wirklich gezielt auch auf unterschiedliche Diffusoren einstellen, denn beispielsweise brauchen gerade Inline-Diffusoren häufig einen etwas höheren Arbeitsdruck, den eine Anlage, wo der Arbeitsdruck fest eingestellt ist, wo du ihn nicht verändern kannst, manchmal nicht liefern kann. Und das Problem hast du hiermit definitiv nicht. Bei den Hiwi-Druckminderern ist es so, du drehst das Arbeitsdruckventil komplett raus. Wenn du es komplett nach außen gedreht hast, dann ist der Arbeitsdruck auf Null. Und jetzt schraubst du die Flasche auf. Du schraubst sie einfach unten rein und irgendwann ist sie fest und das war's auch schon. Es kann sein, dass beim Aufschrauben es kurz vor Ende, kurz bevor du die Flasche festziehst, ganz kurz laut zischt. Erschreck dich davon nicht, dreh einfach weiter, solange bis das Zischen sozusagen aufhört, bis die Flasche dicht drin sitzt. Das ist kein Problem. Das ist einfach der Moment, wo dieser kleine Pinöppel in dem Druckminderer das Ventil in der Flasche nach unten drückt, um das CO2 sozusagen freizusetzen. Das ist dieser ganz kurze Moment, wo es dann zischt. Wenn die Flasche jetzt fest aufgeschraubt ist, dann kannst du das Arbeitsdruckventil anfangen, wieder langsam reinzudrehen. Und in dem Moment, wo du es reindrehst, siehst du nämlich auf dem Manometer, wie der Arbeitsdruck steigt. Typischerweise stellen wir den Arbeitsdruck für unsere Anlage auf einen Wert zwischen 1,5 und 2,0 bar. Ich betreibe meine Anlagen immer eher so am oberen Ende, so 1,8 bis 2 bar, weil da kann ich mir einfach sicher sein, dass egal welchen Diffusor ich da dran schließe, weil ich die auch regelmäßig tausche für meine Videos, dass das immer funktioniert. Meistens reicht 1,5 bar für fast alle Diffusoren aus, aber wie gesagt, gerade Inline-Diffusoren können ab und zu auch einen höheren Arbeitsdruck brauchen, da ist dann so dieser Bereich 1,8 bis 2 bar ein ganz guter Wert. Und jetzt kannst du die Anlage so weiter aufbauen, wie jede andere Anlage im Endeffekt auch. Du hast jetzt also an dem Druckminderer dein Feinnadelventil, wo du dann den Durchfluss mit regelst. Das sollte natürlich erstmal zu sein und jetzt kannst du die ganzen Schläuche anschließen. Ich baue meine Anlagen immer gleich auf. Die sehen alle identisch aus. Das bedeutet, ich benutze zuallererst einen druckfesten CO2-Schlauch. Das sind diese steifen Schläuche, die man eigentlich nicht so gerne verlegen möchte. Davon benutze ich ein ganz, ganz kurzes Stück und zwar zwischen Druckminderer-Ausgang, also zwischen dem Ausgang des Nadelventils und dem Magnetventil, was ich immer einsetze für eine Nachtabschaltung. Das Magnetventil wird einfach an die gleiche Zeitschaltuhr angeschlossen wie deine Beleuchtung und damit ist deine Anlage automatisch, sobald deine Beleuchtung ausgeht, abgeschaltet. Damit sparst du nicht nur CO2, sondern es ist auch sinnvoller für dein Aquarium und für deine Pflanzen, denn Pflanzen können mit dem CO2 nur dann etwas anfangen, wenn gleichzeitig Licht vorhanden ist, weil die Photosynthesereaktion dafür stattfinden muss. Ist kein Licht da, können die Pflanzen mit dem CO2 auch nichts anfangen und dann solltest du auch kein weiteres CO2 zugeben, das ist einfach verschwendet. Und das kannst du mit einem Magnetventil einfach sehr elegant und einfach lösen. Also Druckminderer, druckfester CO2-Schlauch, kurzes Stück, Magnetventil. Dann der nächste Schlauch. Ab jetzt kannst du Silikonschläuche einsetzen, diese schönen, weichen, dehnbaren. Denn ab jetzt steht kein CO2 dauerhaft in den Schläuchen. Dieses kurze Stück, da wo der Druckminderer an das Magnetventil angeschlossen ist, in diesem kurzen Stück Schlauch steht dauerhaft CO2. Denn das Magnetventil regelt ja jetzt, ob die Anlage
offen oder zu ist. Das Nadelventil drehst du hinterher gar nicht mehr zu. Das drehst du nur einmal auf den gewünschten Wert, den du am Ende brauchst, und dann fasst du das gar nicht mehr an. Dann macht die Anlage nur noch auf und zu durch das Magnetventil, und das bedeutet, in diesem kurzen Stück Schlauch ist immer CO2. Und deshalb muss dieser Schlauch absolut CO2-dicht sein, damit das dann nicht rausdiffundiert. Silikonschläuche, wie wir sie ab jetzt nach dem Magnetventil einsetzen, sind nicht dauerhaft CO2-dicht. Das bedeutet, wenn du den oben einsetzen würdest, würde irgendwann deine Flasche leer gehen, ohne dass du sie weiter aufgedreht hättest oder ohne dass du sie vielleicht überhaupt benutzt hättest, weil einfach CO2 durch diesen Schlauch nach außen diffundieren kann. Deshalb setzen wir hier zwei verschiedene Schläuche ein. Das Magnetventil einer CO2-Anlage muss vor Wasser geschützt werden. Das darf nicht mit Wasser in Berührung kommen. Und deshalb brauchen wir noch ein weiteres Rückschlagventil. Das Rückschlagventil ist dazu da, dass wenn das CO2 abgeschaltet wird, entsteht im Diffusor ein Unterdruck. Und das bedeutet, dass Wasser in den Diffusor reingesaugt wird und auch in den Schlauch reingesaugt wird, durch den normalerweise das CO2 kommt. Und da muss irgendwo ein Rückschlagventil sein, damit das Wasser, was dort reingesaugt wird, nicht das Magnetventil erreichen kann. Das ist wichtig. Du musst das Magnetventil schützen. Und deshalb mache ich wieder ein kleines Stückchen Schlauch. Diesmal, wie gesagt, den einfacher zu verwendenden Silikonschlauch. Und dann kommt direkt das Rückschlagventil. Das kommt bei mir kurz vor das Magnetventil. Andere Leute machen das Ganze anders und sie setzen das Rückschlagventil möglichst nah an den Diffusor, damit erst gar nicht so viel Wasser überhaupt reingezogen werden kann. Mich stört das ehrlich gesagt nicht, wenn da Wasser reingezogen wird, weil es wird genauso in dem Moment, wo die Anlage wieder geöffnet wird, auch wieder rausgedrückt. Deshalb ist eigentlich egal, wie viel Wasser in diesem Schlauch steht. Ich finde es einfach so ein bisschen organisierter, wenn diese ganzen Komponenten nah beieinander liegen. Deshalb mache ich das Rückschlagventil nahe dem Magnetventil. Und nach dem Rückschlagventil kannst du dann einen längeren Silikonschlauch verwenden, der dann auch am Ende in den Diffusor mündet, der dann im Aquarium sitzt. Und damit hast du jetzt eine vollständige Mehrweg-CO2-Anlage mit Nachtabschaltung aufgebaut, die wirklich allen Ansprüchen gerecht wird und alles bedienen kann. Ein weiterer Vorteil dieser SodaStream-Flaschen ist übrigens, dass sie unten flach sind, das heißt, sie können von alleine stehen. Diese typischen 500 Gramm Mehrweg-CO2-Flaschen können das nicht. Die sind unten rund, warum auch immer man die so konstruiert hat, und du brauchst dafür zwingend einen Standfuß, denn eine CO2-Anlage, und das ist auch ganz wichtig, darf nur aufrecht stehend betrieben werden. Du darfst diese Flaschen nicht hinlegen. Das kann nämlich tatsächlich gefährlich sein. Aber wie gesagt, den Standfuß brauchst du bei den SodaStream-Flaschen nicht, weil sie können von alleine stehen. Trotzdem, für einen sichereren Stand, falls du doch mal irgendwo aus Versehen dagegen laufen solltest, kannst du diese Standfüße, die es für 500 Gramm CO2 Mehrwegflaschen gibt, genauso für die SodaStream-Flaschen benutzen. Die passen da perfekt rein. Was hältst du bisher von dieser Lösung? Willst du dir eine solche Anlage oder zumindest einen solchen Adapter auch mal anschaffen, um die Option zu haben, auf SodaStream-Flaschen zurückgreifen zu können? Schreib mir das mal unten in die Kommentare und schreib mir gerne auch mal unten in die Kommentare, wie du dich jetzt in der aktuellen Situation hier mit dem Corona-Lockdown um deine Aquarien kümmerst und wie du dich vorbereitet hast auf diese Zeit. Hier jetzt noch ein paar Hinweise für den Umgang mit einer solchen CO2-Anlage, vor allem auch beim Tausch der Flasche. Wenn du die CO2-Flasche abschraubst, um sie auszutauschen, solltest du einmal das Nadelventil komplett zudrehen und du solltest das Arbeitsdruckventil wieder komplett rausdrehen, also den Arbeitsdruck auf Null senken. Dann drehst du die Flasche einfach ab. Beim Abdrehen passiert genau das gleiche wie beim Reindrehen. Es wird einmal laut zischen. Wie gesagt, keine Angst haben, das ist ganz normal, das ist einfach nur der Moment, wo das Ventil in der Flasche wieder automatisch zuschnappt, aber dieser kurze Moment, wo es zugeht, da tritt eben CO2 aus und das wirst du sehr laut hören. Habt da keine Angst vor, das ist überhaupt kein Problem. Wenn es laut zischt, einfach weiter drehen, ganz entspannt sein und dann geht die Flasche automatisch zu. Deshalb halte ich die auch wirklich für eine schöne Option, gerade für Einsteiger und gerade wenn du dir vielleicht ein bisschen unsicher bist im Umgang mit Druckgas-CO2. Ich halte das für eine wirklich kluge Lösung, gerade jetzt auch in Bezug auf die aktuelle Situation. Selbst im Lockdown, selbst in Quarantäne hast du so die Option, deine Aquarien vernünftig mit CO2 zu versorgen, weil du weißt, dass du immer die Option hast, an CO2 ranzukommen. Ja, tatsächlich gehören auch Zoofachgeschäfte zur kritischen Infrastruktur, solange sie zumindest Futtermittel anbieten. Das heißt, in der Regel bleiben die meisten Zoofachgeschäfte auch in einer Krise ebenfalls geöffnet und du wirst wahrscheinlich auch dort die Option haben, weiterhin deine ganz normalen Mehrweganlagen aufzufüllen. Trotzdem ist das vielleicht ein schöner zusätzlicher Layer an Sicherheit, wenn du einfach dich dann auch nicht mehr so viel bewegen musst und einfach nur in den Supermarkt nebenan oder in den Drogeriemarkt nebenan gehst, um diese Flaschen zu tauschen und trotzdem so immer gut mit CO2 versorgt bleibst. Und am Ende möchte ich zusätzlich auch noch etwas sagen zu der aktuellen Situation. Es ist wichtig, dass wir auch jetzt wirklich versuchen, soziale Kontakte außerhalb des Hauses zu vermeiden und uns sozusagen auch in eine selbst auferlegte Quarantäne begeben, selbst wenn, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt, wo dieses Video aufgenommen wird, noch keine Ausgangssperren verhängt wurden. Aber das ist einfach extremst
nützlich und extremst wichtig zur Eindämmung dieser Pandemie. Und um dir diese Krisenzeit so ein bisschen zu versüßen, um dir vor allem auch so ein bisschen ja, die Langeweile zu nehmen, denn wenn wir jetzt wochenlang zu Hause sitzen und nicht mehr raus können und alle interessanten Bars, Clubs, Museen, Kinos, alles geschlossen hat, irgendwie müssen wir uns ja beschäftigen. Und was liegt da näher, als dass wir uns jetzt natürlich intensiver mit der Aquaristik beschäftigen? Und deshalb möchte ich dir 20 Euro Rabatt auf mein Videotraining geben, und zwar mit dem Gutscheincode. Ich werde den erstmal mehr oder weniger unbegrenzt gelten lassen, und zwar mindestens so lange, wie die aktuelle Lockdown-Phase eingestuft ist. Das ist momentan bis zum 19.04. Sollte sich das verlängern, werde ich auch die Dauer des Gutscheins verlängern. Also nutzt den Corona 2020 für 20 Euro Rabatt auf mein Videotraining. Damit zahlst du dann statt 49 Euro nur noch 29 Euro und kannst dir damit hoffentlich die Zeit in der Quarantäne und im Lockdown so ein bisschen versüßen und einfach noch ein bisschen mehr Aquascaping-Wissen aufnehmen und damit vielleicht sogar in der Zeit dein nächstes Aquarium starten.